Ja, dann sind wir jetzt fertig und können gehen. Können wir jetzt wieder gehen? Ja. Zu 1 fucking Milliarden Prozent. Ich sehe brennenden Psycho erstmal das Feuergewehr auswählen. Ich bin der beste Mitarbeiter. Oh Gott. Hier ein bisschen Säure wegen. Viel Spaß damit. Blödes Vieh. Ich habe meine Scharfschützengewehr einfach gerade wie ein verdammten, wie eine verdammte Pumpgun verwendet. Mach ich auch die ganze Zeit. Damit ich die Elephant Gun. Solltest, das ist meine Nahkampfwaffe. Solltest in Borderlands 2 und Pre-Sequel auf jeden Fall nicht den Sniper spielen. Ne, ich werde im Pre-Sequel in Claptrap spielen und in Teil 2 werde ich auf jeden Fall den Necromancer spielen. Claptrap hatte aber irgendeinen Nachteil dafür, dass er keinen Atem braucht. Ich weiß bloß nicht mehr, was das war. Er ist unfassbar nervig. Ja, das ist ja von. Das ist ja klar, also. Ich mute dich halt dann einfach im Spiel so. Was? Finde ich echt nicht okay. Ich müsste mir die Klasse mal angucken vom Pre-Sequel, weil ich habe das nie so richtig aktiv gespielt. Hier ist Bewaffnung. Sniper Rifle. Sieh mal an. Ja, nimm du einfach mit. Ja, es gibt im Pre-Sequel auch Wilhelm. Muss ich den kennen? Ja, das ist, der erste? Nein, der zweite. Oder der dritte Boss? Der, wo in dem Zug ist, wo Jack zu dir schickt. In Borderlands 2. Ach so. Den meinst du? Der, wo quasi den Dings bewacht. Den Kern. Dann ja, ich weiß wieder, was Zenate von Claptrap, aber die Ulti war nicht predictable. Die hat irgendeinen Scheiß immer gemacht. Ach so. Ja, Chaos halt. Ja, entweder man feuert nonstop, ohne dass man Munition verbraucht, oder man hat fast keine Schwerkraft mehr, oder. Lauter ja. Schwachsinn. Ja. Ja, dann gibt's noch Jacks Double, den habe ich gespielt in meinem ersten Playthrough. Der ist lustig. Weil du hast ja da auch viel mit Jack selber zu tun und der lässt dann immer die so Sprüche los wie: Der Einzige, der noch besser aussieht, als ich, Jack, ist Jack. Irgendwie so. Okay. Und wenn du dann halt mit Jack getroffen hast, war es komplett vorbei. Das gab jetzt einen Raketenwerfer namens Es erhebt sich. Nein. Ich hab den Leviathan heißt er. Ja, der Effekt halt, den meinte ich. Was macht der Effekt? Ich hol den jetzt raus und will's wissen. Ich rüste den jetzt mal aus. Ich glaube, das ist ein Granatenwerfer. Die hat zumindest eine sehr komische Flugbahn, die Rakete. Du musst. Ah, ja, das ist gerade so ein. Sieht echt komisch aus. Ja. So, und bei Scooter gab's einen Raketenwerfer. Einfallsreich. Pass auf dich auf, ja? Flaming Rocket Launch. Plus 44 Feuerrate ausprobieren. Braucht Sniper mehr Feuerrate. Ja, nehme ich den auch. So. Dann. Rocket Jump. Warum machst du sowas? Rocket Jump. Push Coast. Jetzt gucke ich mal kurz was. Nicht, dass ich schon wieder jetzt komplett dumm bin. Ist ja nichts Neues. Was? Wieso bist du so zu mir? Are you ready for this? Okay. Warte mal. Das ist doch das Gebiet, das was neben Firestone ist, oder? Nee. Was ist denn? Wo sind wir denn? Trash Coast. Trash Coast. Das, wo wir gerade waren, glaube ich. Nee, Trash Coast ist was ist anderes. Das, was wir gerade waren, ist wiederum ein anderes. Ich bin dumm. Team, da wäre doch was für dich, Patrick. Echt? Zweiter Schütze, Klassmod. Plus 10% regeneriert Munition. Alter, noch mehr. Nein, danke.
Wenn, dann brauchst du die Muni. Ja, deswegen. Ich glaube, ich kann mein Geschütz mittlerweile. Warte mal, ich sehe gerade was. Hier gibt es die Upgrades für die größeren Upgrades. Die epischen. Ja. Natürlich auch nicht verkehrt. So, ich kauf mir die mal schnell. Alle Quests, die wir jetzt noch haben, sind übrigens wirklich alle hier, also. Warte mal, welche Richtung gehen wir jetzt? Geil, jetzt habe ich 96 Schuss Sniper Rifle Munition, ist das toll. Unten, und das ist wahrscheinlich oben, oder? Ja, das ist oben. Okay, dann machen wir. Was kommt denn als erstes dran? Minecraft. Das ist sehr nah und das ist weit weg. Dann machen wir als erstes das. Blader getötet. Er steht bluten. Ja, wer trägt denn dort den schwulen Flieder? Es ist Blader. Was? Nicht das. Außerdem hat Blader eine sehr schöne Farbe. Genauso schön wie die hier. Stehe ich nicht. Das ist die Farbe der Flieder. Unbefriedigten Sexualität. Kinder, bringt mir einen Kübel. Mir wird von diesem Nonsens übel. Hey, Flo. Ja? Was ist das Gegenteil von Leergut? Oh, das hat wehgetan. Nicht das, was du denkst, was ich... Voll schlecht. Okay. Das ist eine Katze. Hängt das bei dir auch gerade in der Luft? Wo? Hier. Ja. Es flattert fröhlich. Ne, bei mir hängt das da einfach so ein Totes. Ach, das ist das Vieh. Ach so, nee, das, was ich meinte, ist nämlich der Boss. Leel. Hier ein bisschen Säureregen. Macht zwar weniger Schaden, aber das Vieh soll sterben, so. Schreibt jemand die Punkte mit? Es blutet. Oh yeah, das war ganz meine Art. Lauter Schrott. So, als nächstes. Nein, das ist näher dran. Geh mal nachladen. Ja, das ist näher dran. Nein, ich rutsche. Da vorne ist eine Waffenkiste. Schnapp sie dir, Tiger. Kann nicht, das ist ein Gegner. Das ist der Stopp. Schnapp dir die Gegner, Tiger. Er kommt auf mich zu. Mein Kraft hat diesen Geschützturm etwa immer auskackt. Eine Trophäe für meine Wand. Wenn ich mal schießen kann, dann passt's. Damit habe ich nicht gerechnet. Die meinte ich. Die ist geil. Das war eine Claptrap-Mission. Ohne das neue Sniper. Ich habe eine neue Waffe. Die war in allen Werten besser. Sieh dir das an. Combat oder was? Combat Rifle, ja. Das ist eine Claptrap-Mission übrigens wieder. Ich nehme sie mal an. Ja, mach das, mach das. Guck mal. Ganz kurz. Claptrap Trash Coast. Oh, das ist gar nicht weit von hier, das ist da oben. Der Müllberg. Ziel getroffen. Wie ich halt kein besseres Non-Elemental-Gewehr finde. Ich habe das Glück, dass bisher alle Combat Rifles, die ich hatte, die ich so mit mir rumtrage, alle einfach kein Element hatten. Ich glaube, das ist oben auf der Röhre, das Puzzle, das Teil von Claptrap. Ich schau mal, wie ich auf diese Röhre komme. Die Röhre? Bei dem Haus unten an der Küste, wo es ja markiert ist. Ich glaube, von hier aus könnte man irgendwie draufkommen. Ja, bin drauf. Wisst ihr, wo du bist? Was ist denn für so ein scheiß Müllhaufen? Ah, da oben. Ja, hab's aber auch schon, also können wir zurück.
I'm too fast for you, man. Ich mag's. You can't follow my steps. Ah, warte mal, das Medik. I'm a fucking Super Saiyan. So, diesmal benutzt das Speicherdeck, bitte. Oder das Upgrade, wie auch immer du es nennen willst. Alter. Hast du wieder ein. Hast du wieder was für uns, Claptrap? Oder bist du. Wow, déjà vu, I was just in this place, people. Ah. Er ist verwirrt. Ich glaube, er führt uns in der Nase dumm. Jetzt ist mal das Inventar-Upgrade. Nee. Ah. Oder? Nee, der hat nur geguckt. Nee, der macht nichts. Der zeigt uns nichts. Normalerweise sagt er auch immer, folg mir. Mir gefällt dieses Geräusch nicht. Kommen wir hier irgendwie... Nein, wir kommen hier nicht. Was? Wir müssten irgendwo auf diese irgendwie auf diese Anhöhe da hoch. Aber ich glaube, da müssen wir zurücklaufen, um das zu erreichen. Ein Stück weit, ja. Können wir hier kein Auto rufen oder so? Ja, wir müssen hier laufen. Aber so weit ist es ja auch nicht. Mehr hier vielleicht drauf? Ah ne, ist unsichtbare Wand. So. Mach mal den Ventilator aus. Ich muss ihn laufen lassen, sonst verrecke ich. Ja, der hat mir gerade ins Auge gepustet, das konnte ich nicht ertragen, es hat mich fertig gemacht. Stehen. Alter, was war das gerade? Ja, das sage ich doch, irgendwie gefällt mir dieses Geräusch nicht. Achso, ja, naja, wir sind auf, das hier ist die Map, wo wir auch das nächste Puzzleteil finden. Für die Kammer. Das wird wahrscheinlich das Viech dafür sein. Au! Danke. Bitte. Ich glaube, der hat mich nicht gemocht. Hinten geht voll die Party. Das Ende davon habe ich entfernt. Wow! Wie schnell der jetzt hier war. Was? Das gefällt dir nicht? Wir sind auch hier, um irgendwas mit diesen Viechern zu... Da gibt es einen, glaube ich, vom Boss müssen wir, glaube ich, kennen. Ja, ich hab's gerade gesehen. Wir müssen einen Boss raussuchen, aber das, wo wir gerade hingehen... Es gibt hier sonst nichts mehr, was wir hier machen müssen auf dem Weg. Nee. Guck. Das andere ist ganz unten rechts auf der Karte. Und das mit dem Puzzleteil ist ganz oben. Alles klar. Dann können wir Puzzle spielen, ein bisschen Minecraft. Get the room out of my craft, I'm getting mine. Was? Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ich hasse diese Viecher. Machen wir uns nur von hinten Schaden? Ich finde die ganz okay, wenn sie ihren Arsch zu mir herdrehen, damit ich einfach nur damit ich sie one-shotten kann. Das klingt jetzt irgendwie falsch, wenn man das so sagt. Verstehe ich nicht. Ich spreng die Party. Ich vögel die Party. Ist das dein Ernst? Warum? Ich hab einen Vogel geschmissen. Ich weiß. Deswegen habe ich ja gesagt, ist das dein Ernst? Nur weil ich mal ein schlechtes Wortspiel gebracht habe. Ich darf das, von mir erwartet man das. Verstehe ich nicht. Das ist eine Waffenkiste. Eine Waffenkiste heißt es. Das ist wieder Kist für dich. Nimm alles mit. Wobei, ich nehme. Ja doch, nimm alles mit. Ist das dein Ernst? Guck dir dieses Viech an.
Es hat ein Sägeblatt. Alter, wie laut das rumschreit. Wow. Alter. Ich hab's freigelassen. Wie es wegläuft. Es ist ein Sägeblatt um den Hals. Deines besten Freund befreit Jan jetzt. Wo ist der über die mitlaufen? Wo ist er jetzt? Hier. Ach, bei mir sogar kurzzeitig mal despawned, deswegen. Ich glaube, er führt uns zu einer Kiste. Ja, da hinten ist sogar noch eine. Ah, ne, der geht jetzt hier in das Haus da rein. Das ist jetzt sein Haus. Okay, hier gibt's Waffen. Hier ist eine. Ja, siehst du es ja. Okay. Dann machen wir jetzt die andere Quest noch. Mal schauen, ob wir da einfach rüberspringen können, weil das ist ja erhöhter. Das wäre von Vorteil. Aber uns ist eine unsichtbare Wand dazwischen. Das wäre zu erwarten. Ja, sieht aus, als können wir da runterspringen. Springen wir runter, unsichtbare Wand. Alter, wie geil das ist, wenn dein Vogel die verwirrt und die sich einfach umdrehen. Das war nicht mein Vogel. Wer kann die denn noch verwirren? Deine Munitionspaket. Also wenn ich vorne auf den Deckel schieße, drehen sie sich meistens. Achso, ja gut, wenn du da vielleicht genug Schaden machst. Ja, stimmt, bei mir jetzt auch gerade, tatsächlich. Ja, du musst vorne drauf schießen, dann drehen sie sich weg und dann kann ich sie one-shotten. Wow. Part, was ist das jetzt? 23? Und ich hab's jetzt erst rausgefunden. Wie man die Gegner aus der zweiten Ebene killt. Alter, das öffnet völlig neue Welten für mich. Weißt du, wie ich die vorher... Oh Gott! Ja gut, bei dem ist noch einfach. Der streckt uns einfach seinen Schwanz entgegen. Klang jetzt irgendwie nicht richtig. Alter, wie einfach die jetzt zu besiegen sind. Weißt du, wie ich die vorher bekämpft habe? Ich bin dumm um sie rumgesprungen, bis ich sie irgendwann getroffen habe. Beste Mitarbeiter. Die werden umgelegt. Nein, ich hab das. Ich liebe dieses verdammte Ding. Der Charakter hat gesagt, mach sie alle fertig. Schlechte Granatenmod, schlechte Pistole, wenig Dollar. Alles unzufriedenstellend. Weil wenn wir schon mal hier sind. Ich bin Abdomen getauscht. Ich merk's gerade. Das war wohl. Ich seh's. Hier hinten. Ah. Und jetzt? Müssen wir woanders hin? Oh, ich seh's. Jetzt dürfen wir den ganzen Scheißweg wieder laufen, wo wir vorhin waren. Wir sind die schlechtesten Mitarbeiter. Ja, was ich ja, sagen wollte, wollen wir das mit dem Puzzleteil dann auch gleich machen, wenn wir schon hier sind. Ja. Ausgezeichnet. Habe ich mir erstmal einen köstlichen Schluck gegönnt. Mahlzeit. Hashtag köstlich. Bin ich dabei? Da sind wir dabei. Ich weiß schon, was passieren wird. Ich werde mir ein Risiko so an die Schwerkraft gewöhnen, dass es in Borderlands 2 einfach ungewohnt sein wird. Könnte durchaus passieren. Weil du hast im Pre-Sequel quasi keine. Alter, das ist... Dass ich das noch nie rausgefunden hab, Mann. Ja, du musst halt immer gucken, wo die ihren Weakspot haben. Ja. Yeah. Ich dachte, der Weakspot ist einfach der Arsch und die Schwierigkeit ist es, da heranzukommen. Ich bin so scheiße, ehrlich. War das in Borderlands 2 auch so? Funktioniert das da genauso? Keine Ahnung. Frag mir auf, mich Sachen zu fragen, die zu spielen, die ich seit mehreren Jahren nicht mehr gespielt habe. Okay. In Counter-Strike 1.6, wie. Okay. Wollt ihr nicht das komische Puzzleteil machen? Ich dachte, wir machen jetzt erstmal die Quest fertig. Das Puzzleteil ist ja ganz oben. Ich dachte, das Puzzleteil ist da, wo wir waren. Achso, nee. Dann wäre ich richtig retarded, aber so 10 von 10. Deswegen dachte ich mir, ich frage es nochmal nach, bevor ich runterspringe.
die sind schon 10 Kilometer vom ursprünglichen Ziel weg. Du, war da nicht eigentlich noch was? Stopp. Okay, jetzt reicht's. Ich werde jetzt die ganze Welt in Flammen aufgehen lassen. Das ist übrigens ein Boss. Ich weiß, deswegen mache ich das. Los, Vogel töten. Okay, der ist sehr resistent gegen dieses, gegen den Kopf schießen. Hat jemand die Punkte mit? Ja, dem ist das egal, aber du kannst ja drauf schießen. Was verfolgt mich? Du bist ein bisschen Säureregen. Okay, er springt weg. Ja, wo ist er? Ach, da. Tot. Oh cool, da oben sind jetzt auch noch Gegner. Ah, hinter mir ist einer gespawnt. Auch schön. Hatte ich schon lange nicht mehr. Hat nur Schwachsinn gedroppt. Den jetzt nicht getroffen hat. Ah, okay, sein Kopf ist weg. Ja gut, der die da hinten können wir, denke ich, am Leben lassen. Dann gehen wir jetzt zum Puzzleteil. Wie der eine da über den Berg guckt, siehst du das? Hm? Diese Silhouette von diesem, wie heißt der? Knallharter Schläger. Er jetzt nicht mehr. Jetzt hat er weg. Ich habe ihn schon gesehen. Okay, dann markiere ich die Quest und auf geht's. Okay, das akzeptiere ich nicht. Ach, weggespritzt. Ich hab's gemerkt. Da war die Geduld anscheinend komplett weg einfach. Ja, der hat mich eh schon doch nicht geschossen. Ich hab eh wirklich ganz was rumgewackelt. Ich dachte mir, ich rotze jetzt weg, solange ich nicht noch Zeit dazu habe. Du hast noch Zeit, du kannst die nutzen. Ich glaube, ich habe die Zuschauer bei mir vergrault. Wieso? Mit dem. Quatsch. Es gibt doch jemand, der holt dadurch Zuschauer. Ja, aber nicht, aber ich glaube, meine Zuschauer finden das nicht so. Noch nicht. Flo, noch nicht. Mahlzeit! Soon. Very soon. Vielleicht fehlt da auch einfach das oberteillose Facecam-Streaming bei dir. Also das oberteillos würde schon gehen, ich müsste mir die Kamera anstecken. Aber ich glaube, da bin ich bei Twitch gebannt, weil meine Brüste so groß sind. Ne, du musst es so machen, dass es nicht bis zu den Nippeln geht. Dann ist es in Ordnung. Oder ich kleb's einfach mit X'en ab. Was? so mit schwarzem Isolierband. Nein, mit Pflaster. Einfach nur mit Pflaster. Nein, bessere Idee. Tippex. Diese Aufkleber. Geil. Diese Aufkleber. Wie viel Tippex brauchst du dafür? Alter, den haben wir jetzt aber weggradiert. 2000 Schaden bei Krill. Erwischt. Ich mach 2800. 4800. So viel mache ich nicht. 4200. 4200. Habe ich jetzt gerade sogar nur 2000 gemacht. Ziel getroffen. Okay. Ich nehme das Sniper Rifle Munition. Wow. Soldatenmod bei mir. Wenn keine zusätzliche Erfahrung drauf ist, weg damit. Nehme ich mit und schmeiß. Ja. Steckt fest, bitte. Der steckt festgesteckt. Geil, ausgerechnet. So, da ist eine rote Kiste, da geh ich jetzt schnell hin. Da bin ich dabei. Da vorne, ich bin mir nicht sicher, ob es Gänse oder ob es Legendary ist. Das sieht aus wie ein Artefakt. Soldatenartefakt, Schockartefakt. Schau mal hier hin. Ist ja wie Weihnachten. Das ist Sniper Rifle Munition.
Also wenn du mit Pistolen spielst, ist das übel, Mighty. Ich habe es mal mitgenommen. Wer dir vielleicht gefallen könnte im Pre-Sequel, auch wenn du da jetzt sagst, dass du schon Claptrap spielst, ist, da gibt's so eine Revolver-Tussi. Die ist. Willst du das Artefakt nicht mitnehmen? Das ist für Soldat, das habe ich jetzt nicht gehört. Hab ich doch gesagt! Aber ich bin behindert im Kopf, Mann! Alter Schock, das ist das, was mir scheiße nochmal abhanden gekommen ist! Bam! Da hast du's wieder! Alter, geil! Du wolltest aber nicht, du hättest es gar nicht gehabt, wenn ich nicht gesagt habe. Wie heißt der Revolver-Typ nochmal? McCree in Overwatch? Ja. Die im Pre-Sequel, die ist wie McCree? Ich glaube, die Ulti von der ist sogar, dass du nur noch schießen musst, dass die automatisch trifft. Ja, da kann ich auch gleich. Ja, das war Teil 2 mit dem Gunsurker. Aber der Gunsurker hat doch zwei. Also der kann doch, dass er zwei Waffen dann hat. Ja. Ach, warte mal, das macht sie ja auch. Sie holt ja auch einen zweiten Revolver raus. Easy. Glaube ich, wenn ich jetzt nicht ganz dumm bin. Was für eine hässliche Hackfresse. Irgendwie sieht das Ding nach Endboss aus. Wir sind aber noch nicht im Endboss, oder? Nein. Rackhive. Oh Gott. Endlich wieder Rax. Die haben wir schon lange nicht. Alter, wie riesig. Wie wunderschön ist es. Ich vermute mal in die Augen schießen. Was soll ich gleich sagen? Ich kümmere mich um die Rags. Erinnert mich ein bisschen an so einen Boss aus, wie heißt es? Shadow of Colossus. Shadow of Colossus, genau. Okay, das Auge ist auch weg. Es mag jemand seine Augen anzünden. Mhm. Aber es wird nichts anderes übrig bleiben. Hier, noch eine Granate. Gegen Granatenmonster. Säureregen! Und Vogel. Ripp. Der Baum fällt. Geh weg. Es fällt sonst auf dich drauf. Ich will es essen. Es hat mich gegessen. Flo? Hier ist der Shotgun. Es könnte sein, dass ich etwas getan habe, was ich nicht hätte tun sollen. Deckst du fest. Ich möchte, glaube ich, nicht drüber reden. Mann, da hasse ich dich. Ich will sterben. Verdammt. Halt in dem Spiel, halt in dem Scheißboss feststeckst. Vor allem, wie komme ich bitte in ihn rein, wenn ich nicht mehr rauskomme? Ich hab da gesagt, geh nicht auf dich drauf, sonst macht er dich fertig. Ja, er hat mich aber auf eine andere Art fertig gemacht, als ich es erwartet hätte. Du wolltest einfach nicht auf mich hören. Flo, ich suche die Gefahr. Ich lebe die Gefahr. Ich bin die Gefahr. Der Name ist Hans. Das L steht für Gefahr. I am not a danger. I am the danger. I am the one who knocks. Ist doch bestimmt. Was hast du gerade gesagt? Sein Name ist Hans. Das was steht für Gefahr? Das L steht für Gefahr. Da ist irgendwo, da ist ein Höhleneingang. Lass mal ein Fragment holen. Ich glaube, das Ding war sehr unglücklich über das, was wir getan haben. Ich glaube auch. Ich wollte das nicht. Alter, und dann nur eine normale Waffenkiste, ist das dein Ernst? Aber das ist ein Fragment. Gezeichnet. Dann können wir dieses Gebiet jetzt verlieben. Verlieben? Das müssen wir 12 Kilometer zurücklaufen. Richtig. Das ist okay bei dir. Sollte ich eher dich fragen.
Ein bisschen Geschützturm. Ich hab's gehört. Wieso läuft er nicht schneller als ich? Ich mag das nicht. Weiß nicht. Vielleicht habe ich irgendwas auf meinem Equipment oder irgendwas geskillt durch meinen, durch einen Mod oder so. Ich kann das mich nicht machen. Ich will, dass es durch Doofliegen zurückkommt. I hear what you did there. Hey. Ich muss mal kurz gucken, wo gehen mir diese ganzen Quests eigentlich ab? Bei Earl zum Beispiel. Ist den Typ schon wieder. Der Earl ist der Typ, der da bei der Game. Da liegt noch was Blaues. Geil, wieder Granaten-Mod. Nur für dich? Gummigranatenstock. Dieser Mod came for you. Ich bleib beim Säureregen. Mm. Der ist Galila. Den hab ich am liebsten. Der Mog, nicht der Regen. Was, der Mog? Der Mog. Das wäre auch geil, so mit so lila Regen, dann wäre es Purple Rain. Copyright Strike Nummer 2. Copyright Strike Nummer 2. Gut, dass du dich überhaupt noch an den ersten erinnerst. Tja. Das liegt daran, dass ich so KLOK bin. Ich lasse das unkommentiert, ne? Verstehe ich nicht. KULK heißt es, glaube ich. Ja. Mm-mm. Doch.